stimme ich total. Also so völlig unterschiedliche Meinungen, da muss immer was dran sein. Ja, aber wenn jemand das so vertritt, mit so viel Leidenschaft, auch mit so viel Zeit, die er da rein investiert hat, dann hat sich derjenige Gedanken gemacht und dann kann ich was dabei lernen. Ob das jetzt meiner Überzeugung entspricht oder nicht, ist völlig irrelevant. Schönen guten Morgen. Unterschiedliche Meinung hat einen Wert. Aber bevor wir über unterschiedliche Meinungen reden, äußern wir unsere Meinungen so, äußere ich meine Meinung so, wie ich das gerne machen würde. Oder verwässern wir das oft gerne, weil wir das Gegenüber nicht bloßstellen wollen. Ich habe eine ganz komische Ansicht. Ich finde die Meinung von jedem da draußen extrem gut. Wenn jemand seine Meinung mit so viel Leidenschaft und Zeit vertritt, hat sich derjenige zumindest einmal darüber Gedanken gemacht und verdient auch meine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ob das jetzt meine Meinung trifft oder nicht, ist völlig sekundär. Ich glaube, man kann von jedem und vielleicht sogar von dem, der einen völlig gegensätzlichen Standpunkt vertritt, wahnsinnig viel lernen. Das heißt nicht, dass man seinen eigenen unbedingt total verändern muss, aber vielleicht bringt es einfach eine andere Perspektive hinein. Es fällt mir gerade eine nette Geschichte dazu ein, ganz spontan. Und zwar, ich glaube, das habe ich im Gymnasium oder so mal gehört von unserem Lateinlehrer. Schon ein Gruß an dieser Stelle. Ich habe Latein geliebt. Das einzige Fach, was ich geliebt habe. Und der hat seine Geschichte erzählt. Drei Leute sitzen an einem dreieckigen Tisch. Jeder hat vor sich eine unterschiedliche Tischkante, die auch unterschiedlich geschnitten ist. Einer hat eine Welle drinnen, der zweite Zacken und der dritte hat Sterne drinnen. Und jeder behauptet steif und fest, dass der ganze Tisch so aussieht wie die Kante vor ihm. Er sieht die anderen Tischkanten nicht. Das heißt, der eine behauptet, dass eine Wellenlinie ist, andere sternartig, der andere Zacken. Bis einer aufsteht und sich die andere Meinung, in dem Fall die andere Tischkante des anderen ansieht und sagt, oh, okay, also eigentlich haben wir beide recht. Und vielleicht kommt was Gutes dabei raus.